Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Shine. Hier ist der Björn vom LSNPD und ich sage Hallo. So, wir waren hier irgendwo festgesessen. An einem Ort, an dem ich nicht mehr weiß, wie es weiterging. Und ich vermute mal, wir brauchen hier diese Laterne, weil sie da so nett in der Gegend rumsteht. Ah, okay. Da kriegen wir also die grüne. Und... ach, ich erinnere mich dunkel. Ah, warte. Da kommt das Ding hin. Okay, hier geht in der Mitte der rote da hoch. Und diese rote... kriegt man die da irgendwie... ah, okay, warte mal. Wenn ich hier hingehe, dann sind die beiden oben. Und wenn ich hier hingehe, dann geht die rechte hoch. Könnte ich vielleicht den vielleicht etwas weiter hier hinstellen? Nee, das geht nicht. Sondern vielleicht so? Nee. Okay, da geht der erste hoch. Ah. Okay. Ach, der mittlere hat die, hier, dieses mittlere Zahnrad hat die mittlere runtergehalten. Okay. Ja, und dann... gut, okay, aber jetzt weiß man ja wenigstens, wie es geht. Ich glaube, ich habe nämlich die ganze letzte Folge damit verbracht, hier auf die Lösung zu kommen. Okay, den müssen wir ausschalten mit der grünen. Aber wir müssen trotzdem... so, genau so. Das heißt... und wir sind durch. Ha. Okay. Können wir da schnell durch? Kann es sein, dass wir die, ich glaube, wir müssen die jetzt hier wieder zurückbringen. Warte mal, erstmal will ich nochmal gucken, wo grün ist und wo rot. Das ist grün und das ist rot, okay. So, da. Okay. Das heißt, nur den rechten und den linken dürfen wir zum Drehen bringen. Und wenn wir jetzt hier die grüne nehmen... ah, Mist, okay. Da dreht sich der auch. Da müssen wir die hier vielleicht... oder warte mal, können wir die nicht hier hinstellen? Und... okay, so sollte es eigentlich funktionieren. Ah, jetzt hätte ich fast nicht... wäre ich da fast in die Dings reingegangen, weil ja die grüne Lampe... die Plattform weg radiert hätte. So. Die kann ich jetzt hier hinstellen, genau. Nein, ich muss erstmal auf die andere Seite. So. Mann. So viel Aufregung gleich am Anfang der Aufnahme. Ah. Ach ja, stimmt. Das war ja mit den roten Plattformen, die dann... oh. Himmel.
So, das gleiche hatten wir ja mit den roten Plattformen in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge. So, you said you want to find your son. Well, I can understand your pain. But why risk your life in this swamp? Because he's my son. It's not that easy. Yes, I can see you are not ready yet. Okay. Noch ist er also nicht bereit. So. Kann man die da rauffallen lassen? Okay, vielleicht geht das ja. Aber ich glaube, das war ein bisschen zu weit. Ah, okay. So fällt die da natürlich runter. Das war ein bisschen zu wenig. Naja. Ich wollte noch ein bisschen dichter an den Abgrund. Aber so kann es natürlich auch laufen. Ne? So. Geht das? Ja, das geht. Sehr schön. Nein! Ah. Spitzen. Also muss ich dann auf Rot umschalten. Okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ja. Hier mal nicht so rum, sondern... Nein, 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 nein. Okay. Okay, das geht also. Eben gerade schon wieder diese Spikes runterkommen sehen und dachte so, das kann er wohl nicht angehen. Ja, das ist ja super. Entweder Feuer oder spitze Dornen. Oh nö, ne? Was macht ihr hier bloß? Oh, das war knapp. Okay, kann ich hier hin? Und durch schnell? Okay, das geht. Voll diese grauen Schläfen, die ich auch habe. Es kommt irgendwann im Alter. So. Ah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Das war ja easy peasy. Wenn die einfach nur eine Farbe ist, dann stimmt immer irgendwas nicht. Ah, warte. Warum gehen die hoch? Ah, ja, die Form einer Brücke. Die ich, Achso, kann es sein, dass ich hier gar nicht hoch machen muss, sondern den einfach nur hoch hier... Nee, okay, das geht nicht. Mist. Oder muss ich hier noch irgendwie eine zweite grüne holen? Ach du meine Güte. Kann ich die irgendwie greifen? Nee, sieht nicht so aus. Hä? Okay. Probieren wir es mal so nochmal. Kann ich vielleicht hochspringen? Okay, das geht nicht. Schön ist, hier fehlt einfach nur ein Schmetterlingsschwarm.
Okay, da geht er da schon kaputt. Mist, wie machen wir das denn? Okay. Kommt man natürlich nicht. Nicht hin. So. Mist, das ist doch merkwürdig. Nee, das war ja falsch. Ich dachte, ich könnte hier... Okay, das geht nicht. Oder kann ich vielleicht... Ach nee, die gehen ja hoch. Ich dachte für einen Moment jetzt, die gehen runter. Aber das passiert ja nicht. So bringt mir das gar nichts. Ich brauche eine zweite... Und hier gibt es auch keine Plattform oder sowas. Muss ich eine zweite holen? Ich guck nochmal hier zurück. Wenn wir sterben, kommen wir ja sowieso wieder weiter vorne zurück. Hm... Hier ist auch keine grüne, ne? Und hier kommen wir nirgendwo hin mehr. Mist. Ja, das ist doch irgendwie doof. Ist auch nix. Gibt es hier vielleicht irgendwie eine rote? Irgendwas Rotes, was einen antreibt? Nee, das geht nicht. Kann sich auch nirgendwo hochziehen, deswegen bringt das nichts. Wir bräuchten eigentlich eine zweite. Habe ich hier irgendwas übersehen? Warte mal, vielleicht kann ich ja die im... Okay. Haha, jetzt habe ich sie. Ich wusste doch, irgendwie muss es doch gehen. So, die können wir da stehen lassen. Und dann haben wir da auch so eine klitzekleine Plattform, auf die wir rauf können. So. Da unten ist nichts. Aber hier ist wieder was. Ach du meine Güte. Oh nein. Nein, abwechselnd. Oh nein. Ja. Ja, kann man sagen. So. Wir fangen mit Grün an. Es ist wie auf einem Laufband verkehrt herum rumzulaufen, während du blind bist und nicht weißt, wo die Stufen sind. Ah, geschafft.
Och nö. Jetzt geht's ja noch weiter mit solchen Hüpfe-Spielchen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und jetzt wechselt er gleich zu grün, wa? Nee, doch nicht. Okay. Okay, da gehen die hoch. Die gehen da runter. Und hier komme ich nicht hoch. Dann muss ich diese Dings jetzt holen. Die Laternen links. Okay. Das ist ein sehr, sehr gruseliger Sprung. Den Sprung. Ach du meine Güte. So. Ich dachte gerade. Nein, ach Mist. So, ich muss dann warten, bis der wieder runterkommt. Draufspringen, hochspringen und dann. Zack. Aber wie komme ich... Ach, warte mal. Könnte ich nicht... den hier hinstellen? Ah, warte. So, dass nur die betroffen sind. Jetzt warte ich, bis er unten ist. Schalte aus und fahre dann... Ah, okay. Warte, nochmal warten, bis hier die grüne Säule da unten ist. So, zack. So, und jetzt müssten die oben bleiben. Und jetzt komme ich an die andere auch ran. Na, ja, alles kompliziert hier. So, da können wir jetzt die hinpacken. Und damit kann ich dann hier rüber. Sehr schön. Mann. Oh. Ich dachte mir, ich guck mal, was passiert, wenn ich auf Rot schalte, aber das war, glaube ich, nicht so die beste Idee. Oh, ja. Ist natürlich sehr doof. Wenn ich die einfach tausche, geht das? Ja. Ah, okay. Jetzt muss ich hier... Ach, muss ich die immer mitnehmen? Ach, du meine Güte. Nein, ach Mist. Ich wollte grün wieder anschalten. Hab dann leider alles ausgeschaltet. Ja, dann sieht das ja eigentlich danach aus, als wäre hier nichts, ne? Was man hier so an Laternen mitnehmen müsste. Ich dachte, man müsste da noch die rote Laterne mitnehmen. Aber... So.
hier haben wir jetzt nochmal ein Teil. Was soll das denn werden? Ist das ein Mund und eine Nase? Also eine Nase gewesen rechts und dann da drunter der Mund? Oder was war das? So. Aber irgendwie kommen wir dann nicht hoch, ne? Okay, ich glaube, wir müssen doch die Laternen, weil dann geht nämlich da rechts die rote dann hoch. Und da geht die grüne hoch. Okay, wir müssen doch die Laternen holen. Ja. Mist. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Okay, ich muss mich jetzt umbringen? Verdammt.